Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder. Hallo, liebe Gäste. Herzlich willkommen, Tom. Heute unser Gast hier. Also ihr seht richtig, es ist nicht Christoph, sondern Tom heute. Und Tom ist ja sonst immer sehr, sehr viel im Hintergrund tätig, macht Analysen, schreibt Analysen, ist aktiv quasi und heute auch mal aktiv als Präsentator, als Analyst vor der Kamera. Aber Tom, sag gerne nochmal so ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir gleich starten. Ja. Moin, ja, ich bin Tom. Ich bin seit, glaube ich, jetzt knapp 2 Jahren als Werkstudent hier im Traders Club tätig und beschäftige mich viel mit Aktienanalysen, Marktanalysen und ja, einfach dem Vergleich und dem Blick auf den Markt, genau. Ja, schon genau. Tom macht, wie gesagt, viel Hintergrundarbeit. Heute darf er das Ganze aber auch mal mit präsentieren. Wir werden uns heute nämlich, wie angekündigt, um die Aktie von Starbucks kümmern. Starbucks, ein älteres, aber etablierteres Unternehmen. Wir werden gleich mal so ein bisschen durch die Geschichte gehen. Wo kommt das Unternehmen überhaupt her? Wie sind sie zu dieser großen Kaffeekette geworden, die sie heute sind, mit einer weltweiten Marktpräsenz, mehreren tausend Läden auf dem Globus, muss man sagen. Ursprünglich natürlich wie oftmals aus den USA mit einem Laden gestartet. Dann waren es irgendwann 4, 5, heute 38.000. Also es ging schnell und man muss sagen, zumindest für so eine Beschleunigung, in den letzten Jahren kann man sagen, insbesondere gedacht auf die Expansion, wo das Ganze herkommt, das werden wir uns jetzt angucken. Warum wir uns das insbesondere angucken, wir haben es uns nochmal mitgebracht, wo steht die Starbucks-Aktie? Und hier sieht man es mal wirklich in einem sehr, sehr langfristigen Chart abgebildet. Ein bisschen technische Analyse machen wir am Ende, aber hier sieht man nochmal ganz schön, wenn man jetzt auf Monatskerzen schaut, zurück, ja, bis ins Jahr quasi der Finanzkrise, sehen wir einen sehr, sehr beständigen Aufwärtstrend, der sich in den letzten Jahren nochmal beschleunigt hat und das trotz des Tiefes, das wir gesehen haben während der Corona-Pandemie. Also eine Aktie, die viel, viel Rückenwind hat, auch wenn sie jetzt von ihren zuletzt 2021 gesehenen Allzeithochs etwas entfernt ist. Und warum das so ist und wie es dazu kommt, das werden wir durchsprechen. Es geht um viel Expansion, es geht um intensive Konkurrenz, kann man sagen, aber halt auch um ein sehr, sehr margenstarkes Produkt, wenn man auf Kaffee schaut. Und auch so ein bisschen darum, ja, wie kann man das Ganze vertreiben, wie kann man weiter expandieren, was macht man, wenn man vielleicht nicht noch mehr Kaffee verkaufen kann, geht man auf andere Produkte und Reisen. Tom, wir werden uns das gleich anschauen. Wir fahren ihn aber ganz, ganz vorne an und zwar mit den drei Gründern und die sehen wir hier, Jerry Baldwin, Gordon Boker, Zev Siegel. 1971 bei der Eröffnung quasi ihres ersten Starbucks. Nicht ganz so euphorisch, wenn man es hier so ein bisschen in den Gesichtsausdrücken sehen kann. Also man ist noch ein bisschen skeptisch, aber wo kommt das Ganze her? Das waren drei Kaffee- und Teeliebhaber, kann man so sagen. Drei Kaffee- und Teeliebhaber, die Kaffee schon als Produkt gesehen haben, schon so gesehen haben, dass sie... Und ja, auch, also wenn ich da jetzt kurz eingreifen kann, auch so ein bisschen auch die Kaffeekunst, so ein bisschen die Praktik des Kaffeekochens, die Praktik des Kaffeeröstens, das hat man ja in den jungen Jahren des Unternehmens gesehen. Also die starke Expansion kam ja dann erst so ein bisschen später mit dem Eintritt von Howard Schulz. Und bei den drei Gründern am Anfang ging es wirklich am Anfang darum, frisch gerösteten Kaffee von höchster Qualität anzubieten und sich dadurch quasi von der Konkurrenz so ein bisschen abzugrenzen. Genau, also es ging um hochqualitativen Kaffee. Kaffee als Meisterprodukt oder als Handwerksprodukt, kann man so ein bisschen sagen. Und so hat sich ja Starbucks auch am Anfang präsentiert. Es ging so ein bisschen darum, hochwertigen Kaffee zu importieren, zu präsentieren, aufzubereiten, an weitere Kaffeeliebhaber zu vertreiben. Es ging dann weiter und man hat nach und nach weitere Geschäfte eröffnet, also weitere Stores eröffnet. Ich glaube, zur Anfangszeit waren es 4, 5 Stores, die man in Seattle gegründet hat. Und man muss sagen, das Ganze ging in so langsamen Schritten weiter, bis es irgendwann an einen jungen Herrn gekommen ist. Und man sieht ihn hier ganz gut abgebildet. Damals noch nicht die Leitfigur quasi von Starbucks mittlerweile, aber schon Howard Schulz. Und Howard Schulz, ja, war derjenige, der am Ende Starbucks so ein bisschen zu dem gemacht hat, wo er gerade steht. Er kam ursprünglich woher? Er war, ja,
quasi ein Kaffeevertreter, kann man so sagen, zumindest im Geschäft mit Kaffeemaschinen tätig und hat sich so ein bisschen gewundert, ja, wo kommen denn die ganzen Bestellungen für Kaffeemaschinen oder Kaffeezubehör her? Ja. Tom? Ja, auf jeden Fall. Das lag ja natürlich auch daran, dass Starbucks in den jungen Jahren, ausgelöst natürlich durch die drei Gründer, die sehr enthusiastisch mit dem ganzen Brühprozess und so waren, hatte Starbucks am Anfang auch Kaffeemaschinen und Kaffeezubehör verkauft. Das heißt, wie man sich das so vorstellt, heute Siebträgermaschinen mit den Siebträgern und was es da noch alles gibt. Ich bin da persönlich kein Experte. Genau, und Howard Schultz hatte sich, wie du schon gesagt hattest, 1981 so ein bisschen gewundert, dass total riesen Bestellungen von den Starbucks-Gründern kamen über Kaffeemaschinen, über Zubehör zum Kaffee und Tee zubereiten. Und hatte sich dann an das Unternehmen gewandt und wollte sich beteiligen zuerst. Und hatte auch relativ guten Erfolg damit und wurde 1982 dann vom Unternehmen auch eingestellt als Marketingleiter. Und in der Rolle, muss man sagen, ist er wirklich optimal aufgegangen. Er ist dann, wie man auf dem Bild auch schön sieht, er wurde dann vom Unternehmen nach Milan geschickt und hat da so ein bisschen die Kaffeekultur und auch die Kaffeehäuser kennengelernt. Also ich persönlich war jetzt auch einmal schon in Milan und das ist wirklich, wirklich... Man muss dazu sagen, Tom ist ein Weltenbummler. Also er ist immer wieder in vielen Städten der Welt unterwegs und kennt wahrscheinlich auch die globale Kaffeekultur, so wie es... Genau, aber. Ja, man muss das Studentensein ja ein bisschen ausnutzen. Aber ja, das war so ein bisschen so ein Wendepunkt, die Reise nach Milan, weil Schultz so ein bisschen da diese Kaffeekultur, wie gerade schon gesagt hat, kennengelernt hat und das halt einfach in Amerika dann und Seattle in Starbucks auch etablieren wollte. Er ist da zu Beginn so ein bisschen auf Widerstand gestoßen, weil er natürlich hohe Expansionspläne hatte. Und ich meine, in Milan war damals, spricht das Unternehmen selbst, von knapp 1.500 Kaffeehäusern. Und Schultz ist dann wiedergekommen und hatte so ein bisschen die Vision, das können wir hier auch machen. Und ist dann, ja, wie schon gesagt, so ein bisschen auf Widerstand gestoßen, weil natürlich die Gründer eher so ein bisschen an der Kaffeekunst und an Kaffeeliebhaber verkaufen und nicht diese extreme Expansion im Kopf hatten. Genau, ich glaube, der große Unterschied, und das kann man ganz deutlich sehen, ist, dass er ein bisschen geschäftsmännerisch gedacht hat. Er hat gesagt, wir nutzen Kaffee als soziales Medium, wir nutzen ja. Kaffee dazu, dass sich Menschen verbinden, das heißt, Menschen treffen, zusammen trinken, dort Zeit verbringen. Und das ist ja auch immer noch so ein bisschen die Starbucks-Geschichte. Also wenn man an die Menschen denkt, die mit ihren Laptops, mit ihren MacBooks im Starbucks sitzen, ist ja genau dieser soziale Interaktionspunkt, dieser Aufenthaltspunkt im Starbucks. Und das ist durch Schultz gekommen und auch geblieben bis zum heutigen Zeitpunkt. Und vorher, wir haben es gerade eben gehört, waren es eher Kaffeemaschinen. Da ging alles mehr ums Produkt. Und jetzt geht es mehr um das Erlebnis rund um das Thema Kaffee. Und das Ganze ist quasi so entstanden, dass Schultz ja eigentlich im Marketing tätig war, wie du gesagt hast, dann ja so ein bisschen mit dieser Expansionsstrategie kam, nicht ganz Anklang gefunden hat, dann am Ende seine eigene Kaffeekette gegründet hat. Journale hieß die und ich glaube Il Giornale hieß die, um ja, so zu sagen. Ja, ich glaube ja. Und ja, damit eigentlich diese schnelle Expansion vorangetrieben hat. Und am Ende aber derjenige war, der dann doch wieder zu Starbucks zurückgekehrt ist, denn ja, die beiden Gründer, die noch übrig waren, die wollten sich trennen und ja, wollten quasi verkaufen, aussteigen und Schultz ist dann in dem Moment eingestiegen und hat das Ganze übernommen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese McDonald's-Geschichte, wo ja auch jemand Externes kam und das Geschäft quasi entwickelt hat und zu dem gemacht, was wir heute kennen und wie wir es heute lieben. Ja, genau. Also 1987 hat dann Schultz mit Hilfe von Investoren Starbucks übernommen von den beiden verbliebenen Gründern. Das war Baldwin und Bowker zu dem Zeitpunkt. Ja, und ab da fing so ein bisschen die Starbucks-Geschichte an, wie wir sie heute kennen. Es kam halt diese extrem schnelle Expansion. Man ist innerhalb, da sieht man jetzt den Kollegen auch mit den Starbucks-Mitarbeitern, es kam die extrem schnelle Expansion. Man hat sich wirklich schnell verdoppelt. Also man hat innerhalb von wenigen Jahren von 20 Filialen auf 100 hochskaliert. Und 1996 begann dann auch so ein bisschen die internationale Expansion. Und die internationale Expansion. Und das kennt man ja auch heute, dass wirklich Starbucks, egal wo du bist, ähnlich wie McDonald's,
ein Starbucks ist irgendwie immer da, ob du jetzt irgendwie in Hongkong, auf den Philippinen oder hier in Hamburg um die Ecke bist. Der Starbucks sieht immer ähnlich aus und du kannst... Genau, also man sieht es auch hier ganz gut auf den Bildern, das ist so, wie Tom gerade beschrieben hat, also Starbucks mittlerweile ja eine globale Marke und das halt getrieben durch Scholz, ähnlich aufgebaut überall, ähnlich präsent. Früher waren die Geschäfte noch alle in Unternehmenshand, mittlerweile setzt man sehr, sehr stark auch auf Lizenzmodelle, allerdings noch weniger stark, als wir vielleicht das von McDonald's oder anderen Ketten kennen, wo wirklich nur noch ein ganz kleiner Anteil in Unternehmenshand ist und sehr, sehr viel über Franchise und über Lizenzmodelle läuft. Ist es bei Starbucks noch anders, über 50% der Filialen, wir haben das später nochmal eine Grafik zu, sind noch in Hand des Unternehmens und damit ist man so einer kleinen Besonderheit quasi oder noch eine kleine Besonderheit, aber man steht auch sehr, sehr stark dafür, wie ein Unternehmen halt wächst. Und wir werden uns heute Nachmittag ja noch weitere Ketten ansehen und die haben so ein ähnliches Prinzip und oftmals starten halt die kleineren Ketten damit, erstmal eigene Läden zu eröffnen und dann sich über diese Bekanntheit zu einem Franchise-System zu wandeln. Wer war der Verantwortliche? Ja, Howard Schultz war der Verantwortliche, der das vorangetrieben hat. Man sieht ihn hier wieder und warum wir das hier nochmal an der Stelle so zeigen, ja, er war immer mal wieder CEO. Also eigentlich ist er 2000 ausgeschieden, kam aber immer mal wieder zurück, um den Laden irgendwie wieder auf Spur zu bringen, kann man so sagen. Also ja, ich würde auch sagen, als das Unternehmen ihn brauchte, war er dann da. Er ist ja zuerst dann ausgeschieden 2000, als die Expansion so richtig angelaufen ist und man knapp 2500 Geschäfte hatte, international dann schon. Und ist dann 2007, als das Unternehmen so ein bisschen in Probleme mit der herannahenden Finanzkrise auch geraten ist, kam er dann zurück als CEO und hat den Laden so ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht. Hat relativ schnell konnte sich das Unternehmen dann erholen von der Finanzkrise, aber auch erholen von der neuen Konkurrenz. Beispiel dafür ist jetzt dann auch McDonald's, die dann auch um die Finanzkrise damit begonnen haben, ihr Sortiment mit dem McCafé so ein bisschen zu erweitern. Und da hat man dann halt gemerkt, okay, wir können nicht einfach immer nur weiter expandieren, sondern da muss ein bisschen eine Strategie hinter sein. Und das ist so ein bisschen das, was Schulz dann wieder mit ins Unternehmen gebracht hat, genau. Ja. Schauen wir mal so ein bisschen auf Zahlen, Daten, Fakten, kann man so sagen. Wir holen mal unseren Snapshot dazu und wir sehen hier ganz gut, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Und ich gehe mal auf diese Ansicht, damit ihr das alles besser sehen könnt. Das ist jetzt hier die Übersicht des Geschäftsjahres 2023. Was wir ganz gut sehen können, ist, dass wir ein Unternehmen haben, was sich in dem letzten Jahr oder in der letzten Zeit relativ wenig bewegt hat, aber immer so viele Schwankungen nach oben und unten hatte. Also insbesondere so in den letzten seit 2020 sieht man diese Hoch- und Runterbewegung, diese Auf- und Abbewegung, die relativ typisch ist. Haben wir gerade eben auch in dem Chart gesehen, aber immerhin noch im Rahmen dieses Aufwärtstrendes. Zusätzlich sieht man, dass wir ein Unternehmen haben, was über 100 Milliarden Dollar wert ist. Das sieht man gerade so ein bisschen hinter Tom. Also 104 Milliarden Dollar werten Umsatz im Geschäftsjahr von rund 36 Milliarden Dollar. Das muss man sich vorstellen mit vielen kleinen Ticketpreisen, mit Kaffee und allem, was drumherum dazugehört. Also mittlerweile sind ja auch Backwaren ein großes Thema oder jegliche Getränkesorten und Specials, die man sich so vorstellen kann. Davon bleibt ein Gewinn von rund 4 Milliarden, also eine Marge von rund 11%, was für ein klassisches Handelsprodukt eigentlich nicht so schlecht ist, insbesondere wenn man in die Restaurantbranchen guckt. Das schaffen eigentlich nur Unternehmen oder noch zu schlagen, die sehr aufgebaut sind, ähnlich zu McDonald's, die halt wirklich es schaffen, eigentlich ihre Lizenzen zu übertreiben und diese Fixkosten deutlich, deutlich zu reduzieren und damit noch höhere Margen aufzurufen. Was wir aber auch sehen, wir haben ein relativ teures Unternehmen, also ein beliebtes Unternehmen, weil es auch scheinbar in der Bewertung sich so widerspiegelt. Also trotz eines leichten Abbaus hier, sehen wir noch bei einem KGV von rund 30, mal knapp drunter, mal knapp drüber, einem Kursumsatzverhältnis von 3. Und was ganz, ganz deutlich zu sehen ist, und das steht so ein bisschen hinter mir, haben wir einen Verschuldungsgrad von minus 5. Und jetzt fragt man sich, okay, wie kommt ein Verschuldungsgrad von minus 5 zustande? Auch das kennen wir tatsächlich vom großen Bruder von McDonald's, kann man so ein bisschen sagen. Bei McDonald's leider aus ein bisschen anderen Grund. Da kommt es sehr, sehr stark her, dass man auch Aktien zu großen Voluminas zurückgekauft hat. Bei Starbucks, und das sehen wir heute Nachmittag auch noch so ein bisschen, kommt es auch aus der Schiene, dass man einfach stark expandiert hat, mit vielen Unternehmen global auf dem Globus aktiv ist, kann man sagen, und dementsprechend auch viel Kapital brauchte, um diese Unternehmen zu eröffnen, um diese Restaurants zu eröffnen.
um dort wirklich präsent zu sein. Das kostet natürlich Geld, so kann man sich das vorstellen, viel Kapital. Und dieses Kapital, das spiegelt sich am Ende in diesem negativen Verschuldungsgrad wider. Das heißt, aktuell hat man alles im Griff. Man hat nämlich einen, wir sehen es hier unten, das ist ja immer so die Quote, mit der wir sagen können, wie oft können wir mit unserem Ergebnis unsere Zinslast bezahlen. Die liegt aktuell bei 11, also alles völlig im Rahmen. Aber man muss sagen, ein Verschuldungsgrad von minus 5 ist natürlich schon etwas eher Negatives, weil man hier sagen muss, dass man diese große Schuldenlast auch irgendwie weiter stemmen muss. Wir gehen nochmal weiter in das Quartal, denn diesmal ist es auch ganz spannend, wenn man sich das Ganze nochmal kurzfristig anguckt. Da ist die Welt nämlich ein bisschen rosiger, kann man so sagen. Wir haben ja 9,3 Milliarden Dollar umgesetzt, 9,4 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Marge liegt zwar ungefähr bei 13%, also so ein bisschen oberhalb von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Wir sehen aber auch, wir haben eigentlich positive Kennzahlen rundum. Also der Cashflow sieht gut aus, also es wird operativ viel Geld verdient. Sogar auf dem Konto wird es am Ende letztendlich auch mehr. Das Umsatzwachstum ist positiv, das Gewinnwachstum ist positiv, die Margen sind positiv. Also grundsätzlich scheint man auf einem sehr, sehr positiven Trend zu sein. Und ja, das Ganze so ein bisschen wieder effizienter zu gestalten und wieder zu rationalisieren. Ja, man ist so ein bisschen zurück, weil du hast gerade kurz die Interest Payment Coverage Ratio angesprochen und dazu noch, also das Unternehmen hat sich immer sehr resilient gezeigt, besonders auch wenn man sich den Zeitraum 2008, 2009, 2010 nochmal so ein bisschen ranzieht, das sehen wir gleich auch nochmal kurz. Da ist das Unternehmen nie in die Verlustzone gerutscht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall positiv, denn man sieht das ja. Es werden Riesenumsätze erzielt und vergleichsweise geringe Gewinnmargen. Das heißt, es ist viel Umsatzkosten dabei. Man sieht das ja, kann das ja auch so ein bisschen erahnen, an der Mitarbeiterzahl fast 400.000. Da ist eine riesen Investitionslast, die man jedes Jahr aufbringen muss, um diese Geschäfte zu betreiben. Und auch durch Corona hat es das Unternehmen wirklich eigentlich relativ gut geschafft. Es ist nie auf Jahressicht in die Verlustzone gerutscht. Und das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, dass man sieht, okay, in guten Zeiten läuft es gut. Das sieht man jetzt gerade so ein bisschen auch der China-Rebound, den wir jetzt gesehen haben mit der Wiedereröffnung Chinas letzten Jahres. Aber dass man auch gesehen hat, okay, in schwierigen Phasen, in ungewissen Phasen, wie jetzt durch die Covid-19-Pandemie, kommt das Unternehmen auch gut durch, ohne in Bredouille zu geraten. Man sieht es hier ganz gut im Überblick, kann man so sagen. Also hier sind nochmal die Ergebnisse des letzten Quartals quasi einmal abgebildet und auch des Geschäftsjahres. Und man sieht hier ganz gut, ja, was ist natürlich so der Löwenanteil, ja, immer noch das Geschäft in Nordamerika ist der Löwenanteil. International expandiert man aber auch weiter und auch das China-Geschäft, das sieht man hier, führt wieder dazu, dass es zumindest wieder einen positiven Trend gibt, nachdem das längere Zeit ein Problem war. Man kann sich das gut vorstellen, ein globaler Lockdown für ein Unternehmen, was insbesondere auf lokale Restaurants setzt, ist ein großes Problem. Man erholt sich wieder und wir lassen die Pandemie so langsam hinter uns. Jetzt sind es vielleicht ein paar globale Krisen, die das Unternehmen auch so ein bisschen erschüttern. Man muss nämlich sagen, ja, man muss schon Lust haben und richtig Lust haben und Bock haben, quasi in so ein Starbucks zu gehen. Denn ja, wir kennen das alle, es ist jetzt nicht das Günstigste, bei Starbucks unterwegs zu sein. Also der Kaffee kostet gerne mal mehrere Euros oder mehrere Dollar, bis zu 10, 12 Dollar kann man da teilweise für Getränke lassen. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo Menschen eigentlich eher auf Kosten achten, vielleicht kritischer zu sehen. Man sieht es aber tatsächlich eher weniger an den Geschäftszahlen. Also diese Beliebtheit des Unternehmens, diese Resilienz, die zeichnet sich trotzdem ab. Das heißt, man geht trotzdem immer noch in den Starbucks, man verbringt dort gerne Zeit. Der Preis ist es den Kunden also deutlich wert und das spiegelt sich eigentlich gerade in allen Kennziffern wieder. Also wir sehen es, die Margen verbessern sich, wir sind wieder in einem positiven Wachstumstrend und wenn man hier alle Segmente sich unten drunter mal ansieht, dann sieht man auch, alles wächst, auch wenn es deutlich stärkere Bereiche gibt, die vielleicht ein deutlich positiveres Wachstum haben, sehen wir ein gutes Momentum hinter dem Unternehmen, was natürlich so ein bisschen Gegenwind durch die aktuelle Krise und man muss auch sagen, durch die potenziell etwas höheren Zinslasten bekommen kann. Wir haben nun mal steigende Zinsen oder jetzt mittlerweile keine steigenden Zinsen mehr, aber höhere Zinsen. Und das ist natürlich schon eine Last, die so ein Unternehmen auch überkommen könnte. Man sieht es aber, aktuell hat man es ganz gut im Griff.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, man hat es ganz gut im Griff. Das letzte Jahr war wirklich sehr erfolgreich. Wir sehen das jetzt gerade an den Zahlen. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil das ist natürlich alles so ein bisschen verfälscht, weil man muss natürlich dann immer noch mal einen Blick darauf werfen, okay, wie viele neue Geschäfte wurden eröffnet. Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Also im letzten Jahr, ich musste tatsächlich zweimal gucken, weil das ja wirklich Dimensionen so langsam einnimmt, wo man sich denkt, 38.000 Geschäfte international. Wo stehen diese Geschäfte? Naja, aber im letzten Jahr wurden nochmal dazu knapp 2.700 Geschäfte nochmal dazu eröffnet. Natürlich kam auch noch ein paar zurück, aber man ist netto am Ende positiv gewesen. Ich meine, wurden ungefähr 300 am Ende geschlossen. Und man sieht auch ganz schön, das Unternehmen hat deutlich weniger deutlich weniger unternehmenseigene Geschäfte eröffnet. Das heißt, man hat so ein bisschen den Wechsel hin zum Lizenzgeschäft. Man hat verstanden, okay, das Lizenzgeschäft ist natürlich umsatzschwächer. Deshalb kann man das auch nicht ganz vergleichen, aber natürlich viel margenstärker. So ein bisschen das McDonald's-Modell kommt da so ein bisschen durch. Natürlich, man sieht es jetzt ganz schön, nicht so ganz. Es wird immer noch der Großteil der Geschäfte wird immer noch vom Unternehmen selber betrieben. Aber dieses Lizenzgeschäft, in dem man einfach quasi die Marke und die Abläufe und die Prozesse und ja, einfach das ganze Modell an Franchise-Nehmer verkauft, das ist auf jeden Fall zukünftig sehr interessant. Genau, man sieht es ja ganz gut. Noch werden über 50% der Geschäfte von Starbucks selbst geführt, aber der Anteil, der nicht von Starbucks geführt wird, der nimmt teilweise auch zu, kann man so sagen. Dieses Lizenzgeschäft nimmt zu. Es gab so einen kleinen Shift in dieser Pandemiezeit, wo man auch mal wieder gesagt hat, okay, wir müssen teilweise Sachen wieder selbst in die Hand nehmen. Aber das Ziel, und das sieht man hier her schon, ist es schon, dieses Geschäft weiter auszubauen, dort weiter zu expandieren. Und das zeigt sich so ein bisschen auch in den ja, dem Mantra der nächsten Zeit wieder. Wir haben einen neuen CEO. Wir hatten ja wieder mal Schulz als Interim-CEO, der mal wieder quasi zum richtigen Zeitpunkt da war, das Unternehmen so ein bisschen weitergeleitet hat. Jetzt haben wir einen neuen CEO, der auch mit einer neuen ja, Taktik quasi ans Werk geht. Er hat so fünf Bausteine eigentlich gesetzt. Ich habe sie hier mal so ein bisschen freier übersetzt mitgebracht, aber man kann quasi sagen, ja, Markenstärke und Betriebsverbesserung, das ist ein Mantra, was er mitzieht. Das heißt, er möchte die Marke weiter stärken, er möchte die Betriebe verbessern, er möchte quasi hohe Qualität sichern. Hohe Qualität sichern kann man entweder mit guten Lizenzgebern und guten Franchise-Nehmern oder man macht es halt wieder selbst. Dahingehend muss man auch sagen, ist die Selektion hier auch immer wichtiger geworden. Digitalisierung und Skalierung ist natürlich ein Thema, kommt immer mal wieder, aber man muss sagen, dieses Thema Rewards-Mitglieder ist für Starbucks mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden. Also man möchte auch hier über Treueprogramme die Kunden noch stärker an sich binden und 150 Millionen Mitglieder innerhalb von 5 Jahren zu bekommen, ist eine Hausnummer, wenn man sich die Dimension hier anschaut. Aber wir kennen den Erfolg dieser Modelle, wir kennen das bei Hotelketten, wir kennen es bei Airlines. Das scheint also wirklich Früchte zu tragen, wenn man es im guten Rahmen ausgestaltet. Auch das soll hier das Ziel sein. Globale Expansion, also Filialwachstum auf 55.000 Standorte. Wahnsinn. Also man sieht, die haben noch was vor von 38.000 jetzt. Man möchte also weiter expandieren. Man lässt sich auch nicht stoppen durch höhere Zinsen. Man sagt, okay, wir haben das gut im Griff. Wir bauen selber weiter aus und nutzen weiter Franchise-Geber. Effizienzsteigerung ist trotzdem Thema. Haben wir gerade eben angesprochen. Also man möchte Margen verbessern, Margen erhöhen. Ja, man möchte quasi das Gewinnwachstum auch für die Aktionäre verbessern. Wir wissen, seit 2008 wird konstant eine Dividende ausgeschüttet. Dividendenwachstum ist relativ hoch, auch bei Starbucks. Auch da werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Und ja, diese Partnerkultur, auch die möchte man weiter verbessern. Und wo kommt das so ein bisschen her? Ja, jeder hat es schon mal gesehen, im Laden gibt es auch mal Starbucks-Produkte. Es gibt die im Kühlregal, gibt es die Starbucks-Produkte. Es gibt sie in Form mit Nestlé in der Kombination mit Pepsi gibt es immer wieder was. Und auch das möchte man weiter quasi auch verstärken, um auch hier ja diese Erfahrung und diese Kooperationsmöglichkeiten zu nutzen. Ja, wie du schon sagtest, das ist ja am Ende ist es dann ja auch eigentlich ein Lizenzgeschäft, in dem man dann, wie du schon meintest, mit Unternehmen oder Abfüllern, sage ich mal, wie Nestle oder PepsiCo zusammenarbeitet. Und das finde ich persönlich auch super interessant. Also man sieht es ja wirklich in den Einzelhandelsgeschäften, dass man überall jetzt Starbucks
Getränke bekommen, teilweise auch schon kleine Mahlzeiten, wollte ich fast sagen, aber kleine Kekse oder kleinen Süßkram. Das ist auf jeden Fall was, was präsent ist. Genau, man sieht es auch hier so ein bisschen in dem, was das Unternehmen dieses Jahr anstreben möchte. Das heißt, man möchte weiter beständig wachsen, der Umsatz soll weiter stetig wachsen, aber man möchte insbesondere die Margen verbessern und trotzdem halt weiter expandieren, auch dort Kapital investieren. Das kommt ja so mittelmäßig an. Das ist ja eher eine langfristigere Strategie, muss man sagen, und eine langfristige Strategie, die das Unternehmen positiv weiter nach vorne bringen soll. Aber es ist eine Strategie, die vielleicht kurzfristig auch einiges an Kosten verursacht. Deswegen, wir haben es gerade eben im Graphen gesehen, gibt es so ein kleines Auf und Ab der Märkte, so auch wie man auf diese Ansätze reagiert. Wenn man aber auf die langfristige Historie auch blickt, dann war die immer sehr erfolgreich, insbesondere unter Aktionäre sehr erfolgreich. Also wir sehen es hier nochmal, die Dividendenwachstumsraten, hier in Orange abgebildet, lagen eine ganze Zeit lang über 20%, bei knapp 25%. Jetzt ist man eine Ecke runter, auch in der Pandemiezeit nochmal so ein bisschen runter, aber wir liegen langfristig immer noch bei sehr, sehr positiven Wachstumsraten, insbesondere auch bei schönen Dividendensteigerungen. Wenn wir das in Zahlen, Daten, Fakten ansehen, dann sind wir ungefähr so bei knapp 10% in den letzten 5 Jahren, deutlich über 10% in den letzten 10 Jahren. Also auch ein Titel, der potenziell spannend ist für unser Dividendenwachstumsdepot. Und deswegen werden wir uns das heute Nachmittag auch nochmal etwas genauer ansehen. Wenn man jetzt ein bisschen kurzfristiger drauf blicken will, und das tun wir nochmal, auch wenn wir hier ganz knapp an der Zeit sind, dann sieht man, und ich habe es hier mal im Chart mitgebracht, der Starbucks-Aktie auch einiges an Bewegung und auch einiges an potenziellen Momentum, was dort aufkommen könnte. Also ich habe hier mal den Wochenchart der Starbucks-Aktie einmal mitgebracht. Man sieht dieses Tief, das wir hier gesehen haben in der Corona-Pandemie. Und wenn man das mal so ein bisschen als Tiefpunkt auch nimmt und nach oben zieht, dann sieht man, dass wir grundsätzlich einen weiterhin positiven Trend haben. Wenn wir jetzt das Hoch vom letzten Jahr ansehen, im Juli und den letzten Tiefpunkt im Mai 2022, dann sieht man, dass sich die Aktie seither in so einer Keilform bewegt. Das heißt, wir sind so im Tief und Hoch und es spitzt sich immer weiter zu. Und ja, das ist quasi so eine zusammenfließende Keilform, kann man sagen, die oftmals, und ich habe es hier mal so ein bisschen eingezeichnet, zu einem Ausbruch führt, im besten Fall zu einem positiven Ausbruch. Es kann natürlich auch negativ ausbrechen. Man sieht aber die Unterstützungslinien, wenn man das Fibonacci sich hier anguckt, die liegen ungefähr also bei 88, der Widerstand jetzt so bei 110. Das heißt, auch im Rahmen dieser Keilform sieht es so aus, dass es zumindest zu einem Ausbruch kommen könnte. Rein technisch gesehen, wir sehen aber auch natürlich die aktionellen Bewegungen, die aktuellen Akzente, die der neue CEO setzt, und es wird sich so ein bisschen zeigen, ob das Ganze weiter Früchte tragen kann. Ihr kennt es wie immer, wir starten die Umfrage. Ihr dürft gerne entscheiden, ob wir Starbucks als letzten Titel mit in euer quasi Depot aufnehmen und das Market Roundup Depot. Stimmt dabei gerne ab. Ich finde, es ist ein spannender Titel. Es ist ein vor allem langfristig spannender Titel, weil es dieses sehr, sehr positive Dividendenwachstum doch gibt. Allerdings hat man auch mit ein paar Problemen zu kämpfen. Man sieht so ein bisschen, wo wir gerade im Momentum stehen, wo wir vielleicht in der Krise auch stehen, und da wird sich auch so ein bisschen am Konsumentenverhalten abzeichnen. Rein charttechnisch gesehen muss man sagen, könnte sich hier was Positives ausbilden und so ein positiver Ausbruch auch nach oben kommen, und dann wäre tatsächlich das nächste Hoch jetzt wieder hier bei 130, so knapp 127 der nächste Punkt, und wenn man das durchbrechen würde, dann sieht man das in diesem langfristigen Trendkanal, der hier eingezeichnet ist, dann ist noch ein bisschen Platz für die nächste Zeit. Also ein ganz, ganz spannender Titel. Ihr dürft aber gerne weiter abstimmen. Was sagst du dazu, Tom? Super interessant. Also ich hatte mich im Vorfeld schon öfter mit Starbucks beschäftigt, weil es, wie schon gesagt, ist ein allgegenwärtiges Unternehmen. Und wie du eben schon meintest, ich bin viel unterwegs und sehe dauernd irgendwelche Starbucks-Geschäfte und denke mir das jedes Mal. Die Locations, die das Unternehmen hat, das ist ja ähnlich wie McDonald's. Die siehst du an jedem Flughafen, an jedem Bahnhof. Und ich denke, das ist langfristig auf jeden Fall Unternehmen, was sehr interessant ist. Besonders, also jetzt dazu auch noch die Dividendenhistorie. Ne? Die Dividendenhistorie seit der Finanzkrise ist auch immer was mich sehr, sehr interessiert. Jetzt das Wachstum zuletzt langsam zurückgegangen, aber wir sind immer noch knapp über 8% Dividendenwachstum auf eine Dividendenrendite von knapp 2,5%, finde ich generell in Ordnung. Ja. Interessant. Also zumindest ein Titel, den wir uns nochmal genauer angucken werden. Ihr seid ja auch grundsätzlich sehr positiv gestimmt, zumindest zeigt das so die Abstimmung. Man muss sagen,
Starbucks auch gar nicht so stark getroffen gewesen von jetzt sehr, sehr hohen Rohstoffpreisen. Wir haben zuletzt über Hershey's gesprochen, ja, mit sehr, sehr hohen Kakaobohnenpreisen. Bei Kaffee hält sich das Ganze tatsächlich noch im Rahmen. Wir gucken uns das heute Nachmittag nochmal genauer an, auch im Rahmen ja, von weiteren Konkurrenten. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, Tom. Du musst öfter dabei sein und wir verabschieden uns an der Stelle. Bis dahin. Tschüss. Gerne. Tschüss.